Sie war 14 Tage lang im All. Alle anderen waren ein halbes Jahr dort oben. Der Touristenflug in den Weltraum könnte bald von Deutschland aus möglich sein. Bereits in 3 Jahren will eine Gruppe deutscher Wissenschaftler ein Raketenflugzeug hierzulande an den Start bringen. In direkter Konkurrenz zu US-Unternehmen und dem britischen Milliardär Branson mit seiner Weltraumreiseagentur. Peter Handjes. Noch ist es nur eine Computeranimation, doch schon bald könnte dies Wirklichkeit sein. Mit bis zu 5 Passagieren soll der Raketenflieger Made in Germany wie ein normales Flugzeug starten und dann senkrecht in den Himmel schießen. Am Rande der Erdatmosphäre in etwa 120 Kilometern Höhe sollen die Weltraumtouristen dann 3 bis 4 Minuten Schwerelosigkeit und den grandiosen Ausblick genießen können, bevor es wieder zurück Richtung Erde geht. Wir haben eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, wir haben die ersten Konstruktionsdetails, das Fluggerät ist fertig und der Antriebsstrang, das Triebwerk liegt im Regal. Mit diesem Triebwerk soll in etwa 1,5 Jahren ein 2-sitziger Prototyp zum ersten Mal Richtung Weltall starten. Und auch das deutsche Cape Canaveral ist bereits gefunden. Der Flughafen Koch steht südlich von Magdeburg, nach der Wende für 50 Millionen Euro Steuergelder ausgebaut, doch seitdem ungenutzt. Das Wirtschaftsministerium ist optimistisch. Alle Ideen waren verrückt, die wir heute für selbstverständlich halten. Und wenn wir nur das machen, was wir früher gemacht haben, dann haben wir keine Zukunftschancen. Wenn alles gut geht, sollen erste Weltraumflüge aus Deutschland bereits 2011 stattfinden und pro Person 150.000 Euro kosten. Allerdings hat das Enterprise-Projekt noch einen kleinen Haken. Für den Bau werden knapp 100 Millionen Euro benötigt und deshalb Investoren gesucht.